Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich Hühnchen machen. Und zwar im Platthuhn oder im Roadhill Chicken Style. Und zwar mit einer Biermarinade eingepinselt. Was brauchen wir denn für das Platthühnchen? Gewürzsalz habe ich. Dann Zitronensaft. Kann man auch eine frische Zitrone nehmen. Pfeffer und Salz. Und ich habe hier noch Worcester oder Worcester oder wie auch immer Soße, was ich nachher mit in die Marinade tun möchte. Gut. Als allererstes kommt das Hähnchen vorbereiten. So, man schneidet dem Hähnchen hier vom Bürzel an bis zum Rücken hin, Rückgrat, zweimal etwas so ein. Und dann mit einer Geflügelschere. Schneidet man das Rückgrat erstmal noch aus. Dann legt man das einfach, kann man das schon mal von unten würzen. Unten würze ich immer trocken. So. Dann muss man den Brustkorb brechen, damit das Huhn noch platt aufliegt. Wem das zu schwer ist, der kann natürlich auch mit dem Auto drüber fahren. Ist auch ein bisschen authentischer. So, und jetzt noch von oben würzen. Ein bisschen. Erstmal. So kommt das jetzt gleich auf den Grill. Zwischendurch möchte ich dann ein bisschen einmarinieren. So, und hier. Ein bisschen das Bier. Ein bisschen Zitronensaft. Auch nochmal ein bisschen Gewürzsalz. Bisschen Worcestersoße. Und jetzt geht's auch schon zum Grill. So, der Grill ist jetzt ein bisschen vorgeheizt. Der wird indirekt betrieben, also ganz links und ganz rechts habe ich die Brenner angemacht. Kann ich das Hähnchen schön in die Mitte legen. Jetzt wird es erst ein bisschen angeknuspert und dann nachher noch ein bisschen nachmariniert. So, das Hühnchen hat jetzt seine Kerntemperatur erreicht, die ich haben wollte. Und das ist einfach, die Haut ist super knusprig geworden. Ich bin echt gespannt, wie das gleich schmeckt. Dafür gehe ich aber rein. Es fängt nämlich jetzt an zu regnen. So, liebe Leute, das plattgefahrene Roadkill-Hähnchen ist jetzt fertig. Die Haut ist einfach super knusprig geworden. Ich werde das jetzt mal die Schere nehmen, anschneiden. Während das anschneiden könnt ihr natürlich schon mal unten auf Abonnieren klicken. Also das ist wirklich, das ist super saftig, die Haut ist, die Haut ist total knusprig geworden. Und man sieht auch hier, dass überall noch Fett raus, also das ist echt super saftig.
Ich verabschiede mich jetzt mal, ich gehe jetzt rein zum Essen. Meine Frau will ja auch was abhaben, dass sie alles verkostet. In diesem Sinne bis zum nächsten Video.